Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu System Shock 2. Oh, Moment, ich klicke hier mal rechts. Wir brauchen noch einen letzten Simulationscomputer und wir waren hier und haben diesen Cyborg umgeknattert. Und da drin waren wir, da waren Gefängniszellen. Und was hier war, weiß ich gar nicht. Oh, Alter. Ich hoffe, es gibt eine Aufzeichnung, was hier passiert ist. Mach weiter, Rebecca. Geh weiter. Geh zu den Rettungskapseln auf dem Kommandodeck. Wir können starten, den Toaster so einstellen, dass wir in 30 Jahre aufwachen. Und bevor wir uns versehen, sind wir wieder auf der Erde. Ein Toaster für zwei, Baby. Da müssen wir hin. Hört sich das gut an? Also los, Bange machen gilt nicht. Wir haben hier gerade ein, Oh! Cool! Ha. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Du hast für ein derart elendes Wesen recht viel erreicht. Warnung, Datensicherheit gefehlt. Geh jetzt zum Freizeitdeck. Beeile dich. Ich brenne auf Rache. Das ist schön, dass du auf Rache brennst. Ich glaube, ich möchte hier die French Action Sachen mal reinschieben. Ist das Ding auf 2 modifiziert. Sie verfeuern einen starken, aber energieverschwendeten Impuls und müssen zwischen den Schüssen länger warten. Ist egal. Beck, ich glaube, deine Rückversicherung kann uns ganz schön in Schwierigkeiten bringen, aber ich vertraue dir. Also los, ich habe mir die Zugangscodes für die Rettungskapsel auf dem Kommandodeck besorgen können. Wir müssen uns nur in das Notsystem von Xerxes einhaken, an den Cyber-Arpe-Knoten vorbeikommen und aufpassen, dass uns Bronzes Wachsoldaten nicht erwischen. Ganz einfach, oder? Klingt simpel. Ich habe ein kleines Geheimnis, von dem die Masse nichts weiß. Ich habe im Rahmen meiner Umprogrammierung der SIM-Computer manuelle Kontrollen erstellt und sie drei besonderen Freunden anvertraut. Ich habe sie rot angezogen und ihnen gesagt, sich vor Fremden zu hüten. Ein schlauer Hacker lässt immer ein Hintertürchen offen. Ich habe deine drei roten Freunde schon umgebracht. Simulationscomputer 4 fiel schon wieder aus. 6 von uns schufteten das letzte Mal 12 Stunden lang, bis er wieder funktionierte. Ich sah mir die Logdatei an und der letzte Online-Benutzer war Malik. Er stritt es natürlich ab. Ich erzählte es Bronson und diese paranoide Irre kam mit ihren 14 Soldaten und witterte Blut. Aber sie konnte nicht beweisen, dass Malik es getan hatte. Verdammt, warum würde jemand einen SIM-Computer sabotieren? Ich erhielt eine E-Mail von Anatol. Es geht ihm nicht gut. Den Firmenregeln zufolge kann ich den leitenden Manager absetzen, wenn er seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Aber was ist mit seinem Verbündeten Captain Diego? Er hat 120 Soldaten auf der Rickenbacker, die ihn unterstützen. Ich frage mich, ob das KI-Fragment, das du auf Tau City 5 entdeckt hast, etwas damit zu tun hat. Ach, das fragst du dich jetzt, oder was? Es wird nicht leicht sein, die Kinder zu töten. Aber ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Das biochemische System dieser Würmer, die ich als Anneliden bezeichne, behandelt Inversproteine als Toxine. Mit Hilfe eines Replikators im Bioüberwachungslabor gelang es mir, einige Inversproteine zu isolieren und abzufüllen. Allerdings stimmt die Mischung mit der Grundkomponente noch nicht, weshalb ich noch daran arbeiten muss. Danach werde ich das Toxin in die 4 Klimaanlagen kippen. Das kann die Lage noch verbessern. Die Jungen sind jetzt an Bord. Captain Jäger und ich haben Deck 3 gesperrt. Er und ich sind jetzt eins im Geiste. Oha. Unsere Körper verändern sich auch. Manchmal tut es schrecklich weh. Und manchmal ist es wunderbar. Etwas Wundervolles geschieht mit mir. Das klingt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht nett. Ich weiß, dass du diese Nachricht erst nach unserer Rückkehr erhältst. Aber ich muss dir sagen, wie unglaublich ich mich fühle. Wir haben es endlich geschafft, haben den Kontakt hergestellt. Und Muldoon und ich wurden ausgewählt, in der Anfangs-
Anfangsphase dabei zu sein. Anatoli verlangte aber, dass wir das niemandem auf dem Schiff erzählen. Diese Wesen sind erstaunlich, sie sind so hilflos. Ich fühle irgendwie den Zwang, sie zu schützen. Es ist eine wunderbare Entdeckung. So, wir haben eine Nachricht von Brunson aufgehoben. Was hier passiert ist in dem Raum. Sie haben meine Männer getötet und sie haben mich erwischt. Ich halte meine Gedärme mit beiden Händen im Bauch. Ich bin fast erledigt. Leistet Widerstand. Das ist wichtiger als mein kleines Leben. Die Leben meiner Männer, die Leben der Leute, die ich töten musste. Widerstand. Die Menschheit verlangt das. Leistet Widerstand. Armes, mutiges, kleines Bronson. Sie hält die Gedärme in der Hand. Giftgefahr, weil wir über die Würmer gelatscht sind. Sowas Dusseliges. Ja, das war eben eine ganz schön lange Reihe von Aufzeichnungen, die wir dann mal eben aufgeholt haben. Aber nun haben wir's. Was? Psi, ne? Psi, ja. Okay. Kann ich direkt verbrauchen. Diese Tür hier werden wir kurz vor Spielende wahrscheinlich gar nicht aufschließen können. Ich meine, das ist eine dieser krassen Türen, wo man Zugang zur Operationskontrolle nötig. Also das ist wirklich eine der Räume, wo man sich wirklich merken muss, weil ich habe das allererste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, wirklich hilflos dagestanden. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ich wusste nicht mehr weiter. Und wirklich irgendwann, nach sehr langer Zeit, fiel mir ein, Alter, da war diese eine Tür ganz weit hinten im Spiel. Ganz weit hinten im Spiel. Und dann bin ich wieder zurück und tatsächlich musste ich dann da rein. Ich wusste nicht, dass sie von der Tür reden, als sie sagten, ich soll da und dahin gehen, das und das machen. Aber mir war nicht klar, dass das diese Tür ist. Schön blöd. An dieses Waffenlager kommen wir noch vorbei. Könnten das natürlich dann auch plündern. Wir können es auch jetzt plündern. Ich müsste nur mal eben durch alle Logs gucken, was das für 13433? Ich dachte 10-0 irgendwas. Oh shit! Ich dachte 10-0 irgendwas, aber gut. Mach auf. Wir hätten das sogar hacken dürfen. Pff, lächerlich. Da hängt nur noch ein Sturmgewehr. Hätten das mal die eingesperrten Leute im Zimmer benutzt, wa? Granaten, Sturmgewehr. Ja, muss jeder selber wissen, ob sich der Aufriss gelohnt hat. Es ist allerdings ein perfektes Sturmgewehr, muss man dazu sagen. Ne? Es ist in einem makellosen Zustand. Oh, guck mal, der Argon-Laserpistole hat ihre Kapazität fast verdoppelt. So, wir haben hier fertig und sollen jetzt in das... Ich habe den Namen des Decks vergessen. Aber der Fahrstuhl ist ja hier direkt um die Ecke. Dieses Spiel ist einfach fantastisch, was Level-Design angeht. Ich bin wirklich begeistert. Ja, wir sollen ins Freizeitdeck. Wollen wir aber jetzt noch nicht. Wir wollen hier rein. Und wir brauchen CU. Ich bin ziemlich sicher, das schon mal gesehen zu haben. BA. CU. Zack. Und dann schreddert er mal eben die Forschung durch dieses Modul durch. Und wir gehen. Wie viel haben wir denn? 58. Okay. Wir gehen einmal hier runter und skillen, solange die Forschung läuft. Und wie schnell läuft die Forschung? Wir können sie beschleunigen. Miau. Na komm schon. Forschung abgeschlossen. Bericht anzeigen. Wurmblutimplantat. Zusammenfassung. Wenn dieses Implantat aktiv ist, können Sie auf einen Wurmhaufen rechtsklicken, um sich zu heilen. Mehr muss ich gar nicht wissen. Vielen Dank. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich skill jetzt Stärke und damit ist der Drops gelutscht. Das Ding brauche ich nicht mehr.
Und wo kommst du denn her? Ist ja interessant. Na, du kommst auf jeden Fall da rein. Lab Assistant lasse ich jetzt nochmal für einen Moment. Weil, warum nicht? Ne? Ich meine, wir kriegen später... Also es gibt später noch einen ganzen Haufen neuer Waffen, die auch unglaublich stark sind. Wirklich richtig starke Waffen. Und die müssen alle immer erst erforscht werden. Du hast GA gebraucht, ne? Darf ich nicht vergessen. Ich meine, wir haben schon mal geguckt, ob hier GA lag. Aber vielleicht habe ich auch noch Quark auf den Augen. Aber ich meine, wir haben schon sehr ausführlich geschaut, ob hier GE liegt. GA meine ich. Nee. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Gehen wir auf das Labyrinthendeck. Das Deck, das wirklich... Oh mein Gott, das ist das größte Deck aller Zeiten sowieso und überhaupt. Das ist riesig. Da gibt's so viel zu tun. So unglaublich viel zu tun. Freizeitdeck. Here we go. Wir werden die nächsten 5 Stunden hier verbringen. Ich sag euch das. Oh, ein Lebender. Ich bin nicht Delacroix. Wer schießt denn da auf ihn? Er ist tot. Das hätte ins Auge gehen können. Ist es aber nicht. Zugang erforderlich. Nee, 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 nee. Leere Batterie. Brauchen wir. Es gelang deinen Kollegen im Sportzentrum auf diesem Deck einen Sender einzurichten. Damit wollten sie eine Nachricht zur Erde senden, um vor den Ereignissen auf diesem Schiff zu warnen. Allerdings wird dies auch Energie von Xerxes abziehen und ihn dafür meinen Absichten gegenüber verwundbar machen. Sobald du das getan hast, kontrolliere ich den Hauptdatenstrang. Die Annelinen wissen nichts von diesem Sender, überwachen aber dieses Gebiet aus unbekannten Gründen. Du musst den Sender finden und ihn aktivieren. Also, wir müssen zum Sportplatz einen Sender finden und ihn deaktivieren. Habt ihr euch alle gemerkt, nicht wahr? Folgendes Problem mit diesem Sportplatz. Wir könnten da relativ früh hin, weil wir, glaube ich, nur eine Karte brauchen und ein Passwort. Das Passwort ist in Bildern versteckt. Und es ist ein Albtraum, dieses Passwort zusammenzusetzen. 10. Ich meine, wir können uns das notieren und schauen, ob wir von alleine diese Bilder alle finden. Ansonsten habe ich es mir notiert. Das ist wirklich furchtbar, dahin zu gehen. Furchtbar. Dieses Passwort zu suchen. Ascent. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Und diese leere Batterie, die wir gefunden haben hier, ne? Die dürfen wir unter keinen Umständen verlieren. Weiß gar nicht mehr, was die 10 Prismen waren. Was waren denn nochmal die 10 Prismen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen konnte. Ja, man ist hier überaus vorsichtig. Hier geht's zum Sportplatz. Steht auch oben im Sportbereich dran. Für alle, die das nicht lesen konnten. Aber wir kommen hier nicht durch. Wir brauchen einen Sportsektorzugang erforderlich. Genau. Sobald wir den haben, können wir mit dem Code, den ich habe, einfach den ganzen Scheiß überspringen. Machen wir aber natürlich nicht. Wir gucken uns zumindest alles einmal an und schauen, ob wir den Code auf eigene Art und Weise zusammengebaut bekommen. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hier wird Splittermunition verkauft und Antitoxine. Und Antitoxine würde ich mir wirklich gerne gönnen. 3x, dann haben wir 5 Toxine.
Wir haben noch 1275, das ist eine Menge. Und wir haben 80 Splitterpatronen. Was ist eigentlich hier drin geladen? Normale Patronen, okay. Dann brauche ich nochmal, ich würde sagen, zwei davon. Hier spricht Xerxes. Der Einkaufsbereich auf Deck 5 ist auf weiteres geschlossen. Wir möchten uns entschuldigen, falls das für Sie Probleme aufwirft. Die Familie der Masse wächst mit jedem Augenblick. Ehre dem Fleische, Ehre der Masse. Ja, wenn ihr das meint, da könnten wir schon reingehen, das blinkt grün. Wollen wir aber nicht, wir gehen jetzt hier einmal im Kreis. Was für ein Geräusch? Panzerbrechende Munition. Nanite. Hier ist nix. Okay. Dann können wir uns jetzt ein Antistrahlungsding reinziehen und wieder wechseln. Und wir haben nicht so viel Strahlung aufgebaut wegen dem Anzug und haben auch nicht so viel Schaden gekriegt wegen dem Anzug. Das ist ein chirurgisches Dings, das können wir reparieren und uns mit für 5 Nanite... The fuck? Für 5 Nanite heilen, fast kostenlos also. Nee. Was? Okay, da war wohl ein Ei da oben. Ich weiß gar nicht, warum hier gerade alles explodiert. Ach, komm schon. Ach, Gott sei Dank. Ja. Was weg ist, ist weg. So. Was gibt's hier? Ein Stuhl. Ein Tisch, meine ich. Irgendwas hört sich hier so mechanisch an, aber... Zugang erforderlich. Weiß ich doch. Nerv mich. Okay, während wir uns auf den Weg machen, hören wir uns mal so eine Story an. Bleibt vom Hauptdurchgang weg. Da kreucht es nur so. Alles klar, nochmal. Mon Petit, du solltest etwas wissen. Ich habe Informationen von einer künstlichen Intelligenz erhalten, die sich Shodan nennt. Ja, Shodan. Ganz gleich, wo diese Intelligenz wirklich herkommt, zeigt sie einen unglaublichen Hass gegen diese Anneliden und hat mir mehrmals das Leben gerettet. Shodan sagte mir, dass sich ein UNN-Agent an Bord befindet, der schwer bewaffnet und mit hochgradigen Cyber-Implantaten ausgerüstet ist. Seltsame Verbündete, was? Dieser UNN-Agent bin ich. Ich weiß nicht, was hier los ist und ich will es gar nicht wissen. Ich bin nicht hier, um die Ehre der verdammten Firma zu verteidigen. Ich kümmere mich nur darum, dass die Replikatoren funktionieren. Und jetzt sterben Leute. Wir müssen dieses Schiff umdrehen und heimfliegen. Verdammt, ich will hier raus. Eine gesunde Lebenseinstellung, Mädchen. Giftgefahr? Ach, wegen dem Wurmhaufen, ne? Wir können sie jetzt rechtsklicken und essen. Falls das niemand von euch ekelhaft findet. Aber es heilt uns. Und immerhin ist das was. So, wir pausieren das und starten diese Forschung. Chemikalien benötigt keine, also sitzen wir das einfach aus. Scheißaffe, was schreist du so rum, Mann? Oh, 3D-Printer. Wo? Ah, hier. Ey, du hast Würmer aus dem Arsch gekrochen bekommen. Doppeltes EMP-Gewehr. Tja, können wir nicht benutzen. So ein Pech aber auch. Sehr viele chirurgische Liegen. Ich weiß, ich habe mich nur noch für keine entschieden, die wir reparieren wollen. Ein Glück sind das die kleinen, leichten Spinnen und nicht die großen, widerlichen. Okay, Delacroix. Young und ich sind mit dem Sender fast fertig. Sobald er funktioniert, können wir die Erde warnen. Frank hat den Sendercode gespalten und ihn auf eine Reihe von Kunstterminals auf diesem Deck übertragen. Man muss nur die Bilder durchgehen, bis man auf ein Codefragment stößt. Ich glaube nicht, dass die Würmer die bemerken werden. Sie scheinen sich ja nicht sehr für Kunst zu interessieren. Das hast du richtig angenommen. Die Würmer bemerken es nicht, aber es ist ein Arsch voll Arbeit für uns, du Ochse.
Dieu. Ach, Moment, kann man die Batterie eigentlich so aufladen? Kann man, ich dreh durch. Forschung abgeschlossen. Okay, Bericht. Schwarmorgan. Zusammenfassung. Annelidenschwärme können durch keine uns bekannten Mittel beschädigt werden, haben aber nur eine kurze Lebenszeit. Annelidenschwärme erhalten oft nützliche Organe. Doch müssen sie vor der Zerstörung durchsuchen. Ja. Nichts Neues. Heißt im Umkehrschluss, wenn so ein Schwarm aus dem Bottich bricht, lauf. Und das ist alles. Das ist die Kunst. Das ist das ganze Geheimnis. Etwas, das wir schon lange gewusst haben. Sie kommen! Oh nein! Oh nein! Ach so ein Mist. Das wird nicht einfach. 45% Schwierigkeitsgrad. Hier sind nicht mal drei Zusammenhängende. Ach, scheiße. Es gibt's doch nicht, so viel Pech. Nein. Ich weiß nicht, ob man bei Türen auch durch Rot gehen sollte. Bei Verkaufsmaschinen macht es einem das Leben wirklich sehr teuer. Oh. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Das ist ja cool. Das lohnt sich, weil hier sind Cybermodule, hier ist eine Waffe mit einem Aufladegedöns und hier ist eine kleine Abkürzung, die allerdings relativ gefährlich ist. Es lohnt sich hier schon fast, den Weltraumanzug anzuziehen, weil hier ziemlich viele Eier sind, die platzen und Gift verteilen und all so ein Kram. Seht ihr? Und an diesem Ding, was hier rausgeflogen ist, Schwarmorgan, kann man herleiten, dass da ein Schwarm rausgekommen wäre. Hier liegt sonst nochmal eine Rüstung rum, ein Raumanzug. Wir haben einen und deswegen macht das für uns gar keinen Sinn. Das sieht aus wie ein Schwarmei, weil es hat diese komische Oberfläche. War es auch. Ich krieche die ganze Zeit übrigens, um hier irgendwie durchzukommen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist, von einem Schwarm davonzulaufen in diesen engen Gängen. Ein Glück erkennt man Schwarmeier an ihrer Textur. Misstrauen ist die Tyrannei des Individuums. Deine eigene Gattung betrachtet dich als eine Bedrohung. Warum ermordest du unsere Einheit? Es ist nun alles klar. Du wirst nicht mehr weiter existieren. Es ist nur die Frage, wer dich eliminieren wird. Wir oder du? Jetzt fühle ich mich ein bisschen blöd, weil ich hier doch laufen konnte. Aber egal, durch das Kriechen konnten wir kleinere Babyschritte nach vorne machen. Um die Eier rechts klicken zu können, das war viel wichtiger, dass die Viecher da nicht rausschlüpfen und uns volle Granate auf den Sack gehen und wir dann erstmal den halben Weg zurücklaufen müssen durch den Gang. Oh. Lass mich das mal hacken, hier gibt's ziemlich viele Kameras. Überwachungssystem deaktiviert. Zugang erforderlich. Nee. Komische Tür, nicht wahr? Sieht so kaputt aus. Ich glaube nicht, dass die nochmal aufgeht. Entschuldigung. Explodier da vorne, du Penner. Chemielabor. Hoffentlich finden wir jetzt das, was wir brauchen. Och Mann, ey. Na also. Und wir brauchen nämlich Gea. M.O. Sehe ich zum ersten Mal. Oh, ja. Endlich werden wir das Teil los, ey.
Forschung abgeschlossen. Okay, das wird mir hier zu teuer, deswegen ziehe ich jetzt dieses Ding hier drüber. Da. Zack, auf, Reparaturmodul und Hacksoftware, super. Das hat die Sache leichter gemacht. Okay, Forschung abgeschlossen, dann berichte doch mal. Analytisches Psi-Organ. Dieses Gewebe kann verlorene Psi-Punkte wiederherstellen. Fantastisch! Dann legen wir es direkt wieder raus. Weil wir hier kein Psi benutzen müssen. Da will ich jetzt noch nicht hin. Da leuchtet aber, glaube ich... Es leuchtet zwar überall okay, aber hier ist nichts okay. Glaub mir, hier ist gar nichts okay. Wir gehen jetzt erstmal woanders hin und gucken uns da um. Hä? Keine Würmer, die aus der Decke rieseln? Jetzt bin ich enttäuscht. Psi-Gedöns. Geh doch mal aus dem Weg. Komm da nicht an. Komm schon, weg da. Überwachungssystem aktiv. Ja, das hat uns jetzt gar nichts gebracht, dass wir es vorhin gehabt. What the fuck? Wo? Ach, da oben. Drei Cybermodule. Man findet doch reichlich von denen, ne? Also, nicht nur, man kriegt sie nicht nur von Shodan, man kriegt auch ab und zu welche gefunden. Gut, dann wollen wir jetzt hier mal abbiegen. Ich höre einen Roboter. Aber ich sehe ihn nicht. Da ist eine Kamera. What the fuck? Oh mein Gott, das dauert alles ewig. Lass mich mal aus Spaß hier umschalten. Au! Man kann wirklich, wirklich, wirklich selten schießen, wenn man das so umgestellt hat. Gut. Haben wir damit auch rumexperimentiert. Hätte ich das mal auf meine Weise gemacht, nämlich auf die Nahkampfart und Weise. Ich glaube, der hätte uns nicht einmal getroffen, weil der einfach so unglaublich langsam ist. Aber gut. Im Nachhinein ist man nimmer schlau und mutig. Wo ist das Ding? Da. Klick. Oh, 6 Stück. 6 Stück? Das ist eine Menge. Keule, kannst du mir die Sachen rüberreichen? Ich habe kein Psygesgeld. Mano. Du liegst sehr unvorteilhaft, Mädchen. Okay. So, jetzt müsste gleich so eine komische Tanzbar kommen, glaube ich. Mit unglaublich gefährlichen Side-Perks. Das heißt, wir schieben uns hier mal panzerbrechende Munition rein. In die Waffe natürlich. Wo ist die blaue Munition? Da. Ach, fuck me. Potenzielle Bedrohung entdeckt. Nee, falsche Richtung. Hier. Ist ja gut, mach bitte nicht so einen Krach. Mach bitte nicht so einen Krach. Siehste? Hat sich gar nicht gelohnt, hier so einen Krach zu machen. Oh oh. Puh. Schwachsinnige Feuerballaffen. Mein Gott, die machen so viel Schaden. Der grüne Bereich, den wir da vorhin aufgedeckt haben, da müssen wir übrigens hin. Aber ich dachte mir, wir gucken uns vorher nochmal, das ist... Genau das meinte ich mit Labyrinth. Schaut euch mal oben rechts die Karte an, ey. Versuch hier mal einer durchzusteigen, Mann. Ups. Babys müssen schlafen. Ein neues Implantat. Verschwinde hier. Oder wir werden dich so verwunden, wie du uns verwundet hast. Wie du uns verwundet hast.
Die gönnt sich noch mal ein. Ich hab dich gehört. Gott, seid ihr gerade bescheuert, oder was? Gott sei Dank seid ihr so dumm. Mein Gott, die machen so viel Schaden. Das ist einfach fantastisch gelaufen. Keine Ahnung, was da bei denen in ihren Schaltkreisen schief lief, aber Gott sei Dank haben die... Sind die irgendwo hingelaufen, wo ich mal gestanden habe und nicht mehr stand. Hier ist die Disse. Und da oben kommt man auch hin, tatsächlich. Und es lohnt sich, weil da liegen 3 Cybermodule. Und Cybermodule liegen nun mal nicht auf dem Boden rum. Die will man haben. Okay, dafür müssten wir einmal ganz außen rumlaufen, wie ihr hier auf der Minimap sehen wollt. Oder gesehen habt. Boah, das ist echt. Was für ein Labyrinth. Das ist noch nicht mal das Schlimmste. Es geht noch... Hier geht noch viel mehr. Noch viel mehr. Ich will hier auch gar nicht willkommen sein. Es ist ja nicht so, dass ich gerne hier bin. Reparieren? Nee. Wir haben nur noch ganz wenige von den Reparaturmodulen. 1. Und die will ich mir aufbewahren. Ich habe mich darum gekümmert, was mit all den Leichen passieren soll. Angesichts der vollen Sanitätsbereiche und der seltsamerweise gesperrten Rettungskapseln und Ausstoßröhren mussten wir eine andere Lösung finden. Ich habe den Wartungstunnel unter dem Garten als Aufbewahrungsort gewählt. Der Zugangscode lautet 34093. Ich habe alle gewählt. Mann, was geht denn hier ab, ey? Also ich habe nicht gesehen, dass da eine Selbstschussanlage war. Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir hier durchgehen würden, aber kommen wir hier in diesen Raum noch irgendwie rein? Gibt es da einen Weg rein? Sieht nicht so aus. Ich weiß, dass man auf die Tanze nochmal irgendwie oben hinkommen konnte, aber ich weiß nicht mehr wie. Ich sollte mich heilen. Das müsste jetzt der kürzere Weg sein. Bin dabei, dich zu töten. Bin voll dabei. Seht ihr, hier sind wir gerade gestorben. So, wie kommt man da rein? Ah, hier ist... Einfach die Tür benutzen, das ist natürlich praktisch. Cybermodule, vielen Dank. Granaten, die wir nicht gebrauchen können. Weil wir sie nicht schmeißen dürfen. Ach, hier wäre auch nochmal so ein Sicherheits-Disabler gewesen. Holen wir uns nochmal ein Hörspiel an. Da ich gerade nicht mehr weiß, wie man da oben hochkommt, holen wir uns jetzt mal die Cybermodule auf die altmodische Art und Weise, indem wir uns an die Leiche heranschleichen und sie rechtsklicken. Oh, wir sind schon ganz schön am Rand. Dankeschön. Okay, oh, mein Kopf kocht. Ich versuche gerade mir alles zu merken, wo wir noch überall hin müssten, wo wir schon waren. Ja, yeah, hier waren wir schon. Da oben ist der kaputte Verkaufautomat. Hier geht's zum Garten. Hier geht's auch nochmal irgendwo hin. Verdammte Axt, hier waren wir auch noch nicht. Und? Wisst ihr, was wir vergessen haben? Diese Tür ist geschlossen, das ist kein gutes Zeichen. Sag ich doch, ich sag's noch. Oh. Wie sich das für gute Cyborg, Killer-Cyborgs gehört, sind sie Ninjas, die mit Wurfsternen, mit Laserwurfsternen, Entschuldigung, mit Laserwurfsternen nach uns werfen. Alles andere wäre langweilig.
Die Tür ist auch noch zu. Hier, wir haben ganz vergessen, dass wir diese Bilder klicken müssen, ne? Das ist das Problem an den Dingern. Die hängen irgendwo rum und man vergisst, dass man sie klicken muss. Deshalb ist das auch so ein furchtbarer Arschaufriss, diesen Code zu sammeln, wenn man ihn einmal vergessen hat. Dann bist du schon irgendwo durchgelaufen, hast vergessen, so ein Bild anzuklicken. Viel Spaß beim Suchen. Oh, 8 Module. Alter Schwede, jetzt geht's hier richtig ab. Wir finden immer mehr und Shogun hat uns ja auch beim letzten Mal, ich glaube, 20 Stück überliefert. Fragt mich nicht, warum die Tür jetzt aufging. Vielleicht, weil ich die Lampe unten betätigt habe. Aber das ist gut, das ist wieder ein Raum weniger, den ich mir merken muss. Hör mal, es gibt eine Rettungskapsel, die Xerxes nicht abgesprengt hat. Aber sie ist defekt. Es geht, sie wieder zu retten. Aber ich weiß nicht, wie lange sie funktionsfähig bleibt. Geh dorthin, Tommy. Mit mir oder ohne mich. Wenn ich es nicht mit der Kapsel fliege, verstehst du mich? Hau mit der Kapsel ab. Ah, Rebecca ist so eine tolle Frau. Gott, ich hasse es hier in den Gärten. Dieser ganze Krach. Und wartet mal ab, bis wir den Gang gefunden haben, wo die ganzen Leichen gestapelt liegen. Das ist toll. Ich versichere es euch. Ist das nicht schön, wie die Musik hier völlig kaputt durch die Gegend spielt? Ah, oh, da kriegst du richtig Ohrenkrebs von. Das war ja ein tolles Geräusch. Du suchst deine Kameraden. Aber du findest sie nicht. Du bist zu. Nein. Die fühlt man sich, wenn man allein in sein Selbst. Wenn man allein gegen das Unendliche kämpft. Oh, sie hat eine Batterie dabei. Hier ist ein Raum voller Leichen. Den Wurmhaufen konsumieren wir mal. What the fuck? Alter, was ist hier los in diesem Raum? Furchtbare Musik. Spinnen, die aus Eiern kommen. Ach, Kacke, Alter. Leider sind ja keine Würmchenhaufen, die man jetzt einfach mal rechtsklicken könnte, um sich da... Naja, um sie aufzuessen, um sich zu heilen. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Alter Schwede. Was ist hier bloß los? An diesen ganzen Stress kann ich mich kaum noch erinnern. Standardkampfpanzerung haben wir auch, ne? Standardkampfpanzerung, okay. Gott, diese Musik macht mich irre. Was machen wir hier eigentlich, fragt ihr euch? Wir suchen nach Leichen. Wir suchen nach einer speziellen Leiche, die eine spezielle Sache hat. Nämlich Access Card. Du leistest viel. Für ein Insekt. Ich sende die Cybermodule. Hier ist ein Wurmhaufen, den wir essen können. Und der gibt uns 10 HP. Und das gab gerade 20 Cybermodule dafür, dass wir die richtige Leiche gefunden haben. Hier liegen noch viel mehr. Oh, Antitoxin, super. Oh, nichts wie raus hier, diese Musik. Macht mich völlig irre, Mann. Kann man das eigentlich zerstören? Na, dann halt nicht. War ja auch nur aus Neugier gefragt. Raus. Ich krieg hier die totale Krise, Mann. Da geradeaus durch. Fuck me. Ich hab ganz vergessen, dass dieses bescheuerte Gitter zusammenbricht. Aber das stellt keine Gefahr mehr dar, denn schließlich lebt hier niemand mehr, der uns angreifen könnte. Nachdem ich da durch die Gänge einmal alles sauber gemacht habe. Oh, Gott sei Dank ist das aus. Oh, willkommen im gesperrten Einkaufsbereich.
Tja, warum hat er nicht geschossen? Ganz einfach. Oh. Potenzielle Bedrohung entdeckt. Potenzielle Kurz mal den hier looten. Alarm zu Ende. Alarm zu Ende. So kann das auch laufen. Der hat nicht geschossen. Ach, hier wäre das Ding gewesen. Weil seine Waffe, er hält sie ja in der rechten Hand und die war noch hier in der Wand drin, die Waffe. Total praktisch, das zu wissen. Dass er nur mit rechts schießt. Oh, da hat sich einer einen schönen Abend gemacht, wie es aussieht. Und hat ihn mit einem großen Knall beendet. Oh, der Einkaufsbereich ist auch nochmal ein riesengroßes Labyrinth an verschiedenen Ebenen, kleinen Räumen. Viel zu tun hier. Boah, Einkaufsbereich. Ich schlage vor, wir verschieben den Einkaufsbereich auf die nächste Episode. Der wird uns treffen. Yep. Deswegen machen wir den mal eben. Der sollte uns nicht treffen, weil seine Waffe ist durch die Wand blockiert. Und dann gehen wir auch da mal kurz hin, ihn aufheben. Und wie ihr seht, hier gibt's eine Menge. Das ist ein Riesenbereich mit verschiedensten Ebenen. Da ist zum Beispiel eine Spinne. Eine Tote, fantastisch. Uah, geh mir weg. Geh mir weg, geht mir alle weg. Ich brauche eine Pause. Oh, das gibt hier keine Pausen für Alex. Was fällt dir ein, mit einer Granate nach mir zu werfen? Du Arsch mit Ohren und Nase. Echt, ey. Und dann hat er nicht mal irgendwas Sinnvolles für mich. Zigaretten. Oh mein Gott. So, ist jetzt hier endlich Ruhe? Ist jetzt hier endlich Ruhe? Fantastisch. Wir haben nicht mal ein 3D-Fleischdrucker hier in der Nähe. Sollten wir sterben, heißt es Game Over. Dann wird man vom letzten Spielstand zurückgeworfen. Deswegen nutze ich jetzt einfach die Gelegenheit und speichere und bedanke mich bei euch allen fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefällt euch noch nach wie vor. Dieser Bereich, der fünfte Stock, könnte man sozusagen sagen, gehört zu den übersichtlichsten, unübersichtlichsten im ganzen Spiel und auch zu den größten. Einfach der vom Volumen her ist der riesig und er ist nahezu offen. Wenn man alle Zugangskarten hat, latscht man hier auf einem riesengroßen offenen Bereich herum und man kann querfeld eingehen. Auch wenn man es hier auf der Karte noch nicht so sieht, im Großen und Ganzen ist das ganze nur das ganze Fünferdeck eine große flache Karte. Und es gibt hier irre viel zu entdecken. Wir sollten noch versuchen, die Bilder ein Auge aufzuhalten für die Bilder, damit wir sie immer wieder rechtsklicken können. Aber es soll nicht das Problem sein, wenn wir es nicht schaffen. Ich habe es mir notiert. Mit diesen Worten, meine Freunde, möchte ich mich bei euch fürs Zusehen bedanken. Wünsche euch allen noch einen richtig schönen Tag. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.